Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Heavy Rain. Und wir spielen den Cop, ja. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Barnes. I want a man outside his place day and night. Notify all agencies to start looking for him. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. Yes, Ethan Mars is the origami killer. Nein. Nein. Was zur Hölle? Die denken doch jetzt, das echt Bier wäre der Origami-Killer, oder? Oh, die sind so doof, ey Gott. Die Cops von heute, ne? Scheiße. Das kann uns noch zum Verhängnis werden, glaube ich. Ah, da bin ich. Hässlich. Hallo. Geil. Nice shot. Thank you. Wer ist das? Please come in, Mr. Shelby. Would you care for a coffee? Oh, no, thanks. Do you play? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute. Golf ist langweilig. Would you care to hit a few balls with me? There's no danger of damaging the greens here. Okay. Take off your jacket. Mm-hmm. Grab a club. Ah, ich hasse Golf, aber egal. Haben wir mal ein paar Bälle um die Ohren, ne? Gib mir den Schläger. Was nehmen wir denn? Was ist das für einer? Ist das Driver oder ein Putter? Keine Ahnung, wie die alle heißen. Weißt du, wo sind die Bälle? Ach da. Blind, aber egal. The most so, jetzt bin ich mal important thing gespannt, is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. Okay. Okay. Jump! Achso, warte. Okay. Es tut mir leid. Mein Fehler. Man muss das gedrückt lassen. Merken. Da! Was war denn das? It's only your first ball. You should try to strike it a little harder next time. Machst du ja immer besser, ey. Ja? Kannst du mit ihm reden? Wer ist das überhaupt? I'm assuming you didn't invite me here just to play golf, Mr. Kramer. Oh! I hear you've been asking questions about my son. Nicht Mr. Kramer. No. I want to know if Gordy is linked to the Origami Killer case in any way. So, jetzt mache ich es aber besser. Und. My son had nothing to do with that sordid case. Okay. Well, then he has nothing to fear from my investigation. Was hat er für Probleme? You have no business investigating my son. I told you, he had nothing to do with it. Doch. Hab ich. With all due respect, Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. Ja, echt. Ah. I'm an influential man, Mr. Shelby. And I pay very well for loyalty. Are you trying to buy me? Let's just say I'm trying to show you where your interest lies. How much do you want to leave my son alone? I think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it. Have a nice day, Mr. Kramer.
Das war mir klar, dass das nicht so freundlich sein wird. Naja. Hast daneben geschossen oder was? Guckst du blöd? Hm? Willst du mucken? Hm? Willst du mucken? Okay, nächste Aufgabe. Oh nein, bitte nicht die. Oh nein. Übrigens, die Tunnelaufgabe habe ich immer noch nicht gemacht. Auch wenn ich die Trophäe haben will. Ja, mache ich glaube ich erst nach dem Projekt. Also wenn es zu Ende ist. Für mich dann irgendwann alleine. Ah, bitte, das ist nicht die. Ey, das sieht aus nach Dings. Sieht ein bisschen so aus wie am Tod von Jason. Ja, Jason. Oh, wenn das ist, ey. Ich leg meine Kopfhörer, ja, mein Headset ab und ich höre da nicht hin. Ich kann sowas echt nicht hören. Ich bin ja noch nicht mal so der Typ von Horror und so. Oh nein, das ist das. Oh nein. Okay. Was liegt da am Boden? Porcelain lizards? They look new. Ach, das war das. The rest of this old beat-up stuff. Ist da was drin? Mach's kaputt! Jawoll! Oh nein, ich kann sowas nicht hören. Da war noch was. Dreh schon. Hier irgendwo. Da, genau. Heb's auf. Noch einer? Ist da was drinne? Pff, egal, ausgeputzt. Ist da ein Key drin oder so? Also ein Schlüssel? Alter, wie viele liegen denn hier oben? Ist da ein Schlüssel drinne? Ja! Ich hab was gehört. Yes! Strikes again! So. Oh nein, ich hab keinen Bock da drauf, ey. Ich leg mein Ding ab. Also. Gleich zumindest. Oh nee. Nie im Leben. Ich werde da auch nicht hingucken. Ich kann sowas echt nicht sehen. Nein. Och nein. Oh. Ich hab Schiss. Ich hab so Schiss. Oh. Ja, drück auf Play. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Oh, 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 ich hab Schiss, ey. Okay, wir haben keine Zeit. Was nehmen wir hier? Was ist das? Oh, ein Beil. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Okay. Okay. Wir haben ein Beil. Mit Beil wäre es ja eigentlich. Schnell und schmerzlos. Oh. Fuck, Mann. Fuck. Komm, geh dich doch raus. Mach doch hin. Ja, bist du blöd hier. Was ist da? Ist das ein Stock? Damit kannst du dir doch keinen Finger abhacken. Hin. Also ich bin ja immer noch für das Beil. Was haben wir hier? You have 4 minutes and 30 seconds left. Oh. Ich mach's jetzt. Ich ziehe jetzt meine Kopfhörer aus. Okay. Nein, schnell schon! Nein! Finger. Das hört sich so brutal an. Ich nehme das Beil. Oh Mann, ich kann da nicht hingucken, ey.
Oh nein. 4 minutes left. Do it. Oh Mann, ich hab so viel, ich kann nicht hingucken, ey. Mann. Ich halte mir gerade die Hand vor dem Kopf, ey. Wow, sorry, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Wenn ihr das wirklich guckt, mit Ton und allem, dann seid ihr mutig. Ey, ich kann sowas echt nicht hören, vor allen Dingen nicht, wenn so Leute dann... Under the desk. Under the desk. Was ist denn hier? Da. Boah, ich kann so Leute echt nicht schreien hören, vor allen Dingen, wenn die so brutale Sachen hinter sich haben, ey. Sowas kann ich mir ja schnell antun, Leute. Sowas kann ich mir ja schnell antun. Wir spielen mit Madison, aber erst in der nächsten Folge, bis ich den Schmerz endlich mal verkraftet habe. Tschüss.